Eine Minute mit Padre Pio aus dem Kloster von San Giovanni Rotondo, hier im Kirchhof der Kirche San Pio in Pietrelcina. Um euch eine Episode zu erzählen aus dem Buch von Giovanni Sienna, mein Freund Padre Pio. Attilio De Santis, ein vorbildlicher Anwalt. Er erzählte von einer Geschichte, die ihm persönlich widerfahren war. Es war das Jahr 1948. Er musste von Fano nach Bologna mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen Guido und Gianluigi, um ihr drittes Kind Luciano abzuholen, der damals in Bologna studierte. Er erzählte, dass sie um 6 Uhr morgens losfuhren. Weil er jedoch nicht gut geschlafen hatte, kann man sagen, dass er in schlechter körperlicher Verfassung war. Er fuhr bis nach Forlì, übergab daraufhin das Steuer seinem Sohn Guido. Dann wurde der andere Sohn Luciano in Bologna an der Uni abgeholt. Sie hielten sich etwas in Bologna auf. Sie entschlossen sich dann, wieder zurück nach Fano zurückzukehren. Um 2 Uhr nachmittags, nachdem dann Guido wieder am Steuer war, erzählte der Anwalt De Santis, dass er weiterhin fahren wollte. An San Lorenzo vorbei überkam mich immer mehr Müdigkeit, erzählt er. Und mehrmals erzählt er, dass er die Augen schloss und zu sich selbst sagte, du schläfst ein. Er wollte dann wieder das Steuer dem Sohn übergeben, aber er war schon eingeschlafen. Daher beschloss er, weiterzufahren. Später beschreibt er, ich erinnere mich an nichts mehr. An einem bestimmten Zeitpunkt erlangte ich plötzlich mein Bewusstsein wieder. Nur aufgrund eines Geräusches, das er von einem anderen Auto hörte. Eine Art Lärm, der so störend war und er somit sein Bewusstsein wieder erlangte. Genauso erzählte er es. In dem Moment sagte er, dass nur noch 2 Kilometer bis Imola fehlten. Was war tatsächlich passiert? Er erzählte, dass seine Mitfahrer da waren und im Auto plauderten. Und in diesem Moment erzählte er ihnen, was passiert war, und sie glaubten ihm nicht. Er erklärte, dass er eingeschlafen sei, aber trotzdem weiterfuhr. Sie hätten glauben können, dass das Auto von alleine weiterfuhr, aber dann gaben sie zu, dass während der Fahrt sie ihm eine Reihe von Fragen stellten, aber er antwortete nicht. Er saß einfach da und fuhr. Sie sagten, er schaute ganz normal auf die Straße. In der Aussage, also in seinem Buch, schreibt Anwalt De Santis, mein Schlaf hinter dem Steuer hatte einige Zeit gedauert, und zwar ca. 27 Kilometer. Das heißt, er hatte 27 Kilometer lang geschlafen. Und er erinnert sich dabei an nichts mehr. Der Anwalt war ein großer geistlicher Anhänger Padre Pios. Dann 1950, 2 Jahre später, beschloss er, hierher nach San Giovanni Rotondo zu gehen, nachdem er dort die Beichte ablegte und andere Dinge erledigte. Stellte er Padre Pio eine direkte Frage. Er wollte eine Erklärung, was damals geschah. Padre Pio war offen und sagte ihm, du schliefst ein und dein Schutzengel fuhr das Auto. Und nochmal wiederholte er, du schliefst ein und dein Schutzengel fuhr das Auto. Il tuo angelo custode guidava la macchina.